Hallo zusammen, ich habe hier einen Gefrierschrank fürs Boot, Wohnmobil, Alphütte. Was speziell ist an diesem Gefrierschrank, eine Standardversion, wir haben eine sehr dicke Isolation von 55 cm und er ist genau gleich breit wie ein Normkühlschrank 525 mm. Das heißt, ein Standardkühlschrank, der unten noch Platz hat, können wir den unten reinschieben. Wir haben ein externes Kühlaggregat, Standard Sekop-Kompressor BD35, einen belüfteten Wärmetauscher und einen mechanischen Thermostaten. Ihr kennt die Teile, da kann man so drehen und dann stellt es die Temperatur ein. Und wir haben einen Temperaturbereich von minus 10 bis minus 25 Grad. Wir schauen hier 1224 Volt, optional natürlich mit 230 Volt, zu den Optionen kommen wir. Und wir haben hier bei 5 Grad innen und 25 Grad außen einen Energiewert von 3,6 Watt. Also mit einer 100 Amperestunden Lithium-Batterie läuft das Teil auf Kühlen sage und schreibe 300 Stunden. Das sind 2 Wochen autonom. Aber für das brauchen wir eine Option digital anzeigen. Das heißt, statt dem mechanischen Thermostat kriegt ihr so ein Thermostat, das Teil auf den Kopf drehen, 18 Grad, das ist jetzt hier die Raumtemperatur. Und das Teil könnt ihr einstellen zwischen plus 20 bis minus 50 Grad. Beide Enden machen keinen Sinn, aber ich kann den einstellen auf plus 5 Grad oder von mir aus auf plus 6 Grad und dann kann ich hier 14 Tage lang mit so einer Standard-Lithium 100 Amperestunden Batterie diese Kühlschrank betreiben. Und vor allem, ich habe hier natürlich Leistung durch die extreme Isolation. Weiter ist das Teil von Optionen gefüttert bis zum geht nicht mehr. Also wir haben Standardversion. Die erste Option war der Thermostat. Das Teil kostet 120 Euro. Das haben wir auch hier drauf unter Digital. Option GT. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich will fischen gehen oder sowas in die Richtung. Und ich will da mir Fisch fangen in Norwegen und will den einfrieren. Zum Einfrieren braucht ihr Leistung. Da läuft er natürlich nicht mehr mit einer Standard-Lithium-Batterie 100 Ampere 14 Tage. Da braucht er dann ziemlich mehr. Ist ja meistens kein egal, da steht man auf dem Campingplatz. Dann kriegt ihr hier statt einem BD35 einen BD80-Kompressor. BD80-Kompressor mehr als die doppelte Leistung wie der BD35. Aber das brauchen wir effektiv nur, wenn wir runterkühlen wollen oder halt sicher sein, dass auch bei warmen Temperaturen über 40 Grad hier noch Tiefkühltemperaturen herrschen. Das hat seinen Preis, das Kostenaufpreis von 158 Euro. Dann habt ihr den stärkeren Kompressor drin, den BD100 oder den BD, also hier den BD80, bei den größeren Modellen den BD100. Wir haben natürlich auch eine Vorrangschaltung. Das heißt, Standard läuft das Teil nur auf 230 Volt. 230 Volt, da habe ich Mist erzählt. Standard läuft auf 12 Volt. Und auf dem Campingplatz könnte man mit Vorrangschaltung auf 230 Volt einspeisen. Das Ding kostet auch wieder richtig Knete und zwar 120 Euro. Weiter. Sagen die einen, ich will das Ding, Standard haben wir 1,5 Meter Leitung und ich will hier eine Leitung, wie lang möchtet ihr denn? Bis 10 Meter, kein Problem. Eine 10 Meter lange Leitung,
2 Meter lange Leitung, 3 Meter lange Leitung. Wir haben das nicht am Lager, es ist etwa eine Woche Fertigungszeit. Und da kostet das Teil wieder 190 Euro. Wenn ihr wirklich eine lange Leitung möchtet, ihr habt keinen Verlust auf der langen Leitung, weil da fließt nur Kältemittel hin und her. Also wir haben keinen Temperaturverlust. Jetzt gibt es aber Leute, die haben ein Boot und die sagen, ich will das, aber ich muss da noch durch Schott durchfahren oder beim Wohnmobil durch den Boden und ich kann ja nicht das trennen. Dann gibt es als Option Trennkupplungen, KU für Kupplungen, dass wir die Leitungen trennen können. Dann könnt ihr, kriegt ihr getrennt, 2 Meter Leitung dran, Kupplung zusammenschrauben, Gerät ist im Betriebsbereich. Also Kältemittel ist schon vorgefüllt, ist alles dran. Kupplung zusammen, Strom anschließen, fertig. Das sind die vielen Optionen, die wir bei eigentlich all diesen Tiefkühlgeräten haben oder auch den Geräten mit externem Kühlaggregat. Das sind eben die Optionen GT für Gefrieren, also stärkere Maschine. A für 230 Volt, automatische Vorrangschaltung. DIG ist der Digitalthermostat. KU ist die Kupplungen. LL ist längere Leitung. Ja, und als Zubehör gibt es dann noch einen Aggregatbefestigungswinkel, dass wir das Aggregat irgendwo an die Wand schrauben können. Ja, das ist ein Kombinationsteil. Wir machen dafür auch Kombinationen, das heißt Tiefkühler und Kühlschrank zusammen, mache ich euch hier oben ein Video. Ja, das soll es gewesen sein für heute und ich wünsche euch einen schönen Tag.